Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung, ihr seid wieder Fußballmanager 13. Und ja, nach der Niederlage beim letzten Mal sind wir jetzt auf Platz 4 gerutscht, wie man hier oben sehen kann. Und ich hoffe ja mal, dass wir das jetzt ändern können und demnächst dann wieder ein bisschen weiter nach vorn rutschen. Zumindest, ja, einen Punkt sollen wir auf jeden Fall im nächsten Spiel holen. Das wäre schon mal ein Anspruch, den wir dann auch erfüllen können. Ach ja, die Leute hier, die müssen mal wieder ein bisschen Frische gewinnen. Mit der Form ist es jetzt rapide nach unten gegangen. Schutowski ist jedoch ganz gut dabei, weil er ein gutes Spiel gemacht hat. Ansonsten Stett und Baldock, ich glaube Stett war bei 17 Form oder sowas. Und er war hier auch bei 16. Und die haben sich schon ganz schön verschlechtert, was die Form angeht. Aber man kann die auch nicht konstant so hochhalten. Zumindest nicht, wenn man nicht jedes Spiel gewinnt. So, Elliot bleibt drauf, Pearson bleibt unten und Kilkenny bringen wir auch noch nicht. Hier unten haben wir gesagt, wir wollen mal den Herrn Forsyth hier so ein bisschen draufsetzen. Und ja, da können wir einfach mal den Torwart runternehmen. Denn ich glaube, wir brauchen erstmal keinen Torwart in dem Spiel. Oder ich hoffe es, solange der jetzt hier erstmal getestet wird. Und ja, Tanga bleibt trotzdem da, falls der sich nicht so macht hier, der Forsyth. Aber den wollen wir auf jeden Fall im nächsten Spiel mal einsetzen und gucken, ob wir den nicht aufziehen können. Gut. Merchandising. War das hier? Ja, genau. Eine Marketing-Kampagne wollte ich mal machen. Eine Marketing-Kampagne. Gut, hier Kindertrikots, die sind auch gleich fertig. Und schauen wir nochmal in die Teamdynamik rein. Nyatanga. Was sagen wir ihm so? Geht wieder nix. Großes Lob an Gerken. Naja. Ich habe es wie gesagt nicht so ganz gesehen, also wie gesagt, er hat schon bessere Spiele gemacht, aber schlecht war es jetzt trotzdem nicht. Kilkenny, also er hat seine Paraden gehabt, ja, das will ich nicht abstreiten, aber es gab schon Spiele, da hat er wirklich Bälle rausgeholt, wo ich gedacht habe, wow, ne, das waren mal richtige Paraden. So, Pearson. Machen wir mal hier, der Stat soll körperlich stärker werden, damit er sich mal ein bisschen durchsetzen kann. Es geht dann nämlich so auf die Dauer, gehen wir das ein bisschen auf die Nerven, wenn er da mal vorne steht und die Zweikämpfe nicht gewinnt. Obwohl er das ja eigentlich ganz gut konnte anfangs, aber irgendwie im letzten Spiel sah das irgendwie komisch aus, was er da fabriziert hat. So, Skuse. Können wir auch noch was sagen, den werden wir glaube ich auch mal wieder draufwerfen im nächsten Spiel. Je nachdem, wie fit die Leute sind, wird er auch schon vorher spielen, denke ich mal. Ich glaube, der Elliot sah nicht gut aus und der rechte, hier der Herr Adoma sah auch nicht allzu gut aus, was die Frische anging. Müssen wir mal schauen, ob wir da nicht gleich jemand anders bringen. So, Scouting. Hat er das schon beendet gehabt? Mensch, Mensch. Lassen wir den mal wieder weiter scouten. Allgemeines Scouting. Permanent beobachten und fertig. Gut, dann machen wir mal weiter. Ich warte ja vergebens darauf, dass Joe Edwards ein Angebot kriegt, denn ja, wie ich beim letzten Mal bemerkt habe, ist der ja gar nicht momentan dabei, verkauft werden zu können. Ne? Transferperiode ist zu Ende, von daher ist das ein bisschen schlecht. Gut, wir haben immer noch die Form von unseren 5 Sternen für die Bristol City Mannschaft, hier ist das wohl ziemlich gut, was wir bisher geleistet haben, von daher sind die damit noch zufrieden. So, Richard Foster sieht nicht gut aus hier mit 71 Frische und Adoma rechts ist auch nicht ganz so gut drauf. Aber ich sag mal mit 70, wenn er jetzt nicht sonst für ein schlechtes Spiel macht, werden wir den noch drauf lassen. Müssen wir dann sehen. Und hier der Carry, weiß ich nicht, irgendwie muss der sich doch mal verbessern oder was. Ist ja schrecklich. Und dann soll er mal seine Ziele runterschrauben hier, von wegen in seinem eigenen Land spielen und was weiß ich. Das kann ja nämlich angehen, ne? So, jetzt werden wir nochmal fix Navigation lernen und dann gehen wir mal ins Spiel. Ja, hier, also gegen den Gegner muss es jetzt aber wirklich klappen. Und wir geben wieder unser Bestes. Die Blackburn Rovers waren bereits 3-mal Meister. Der jüngste Spieler auf dem Platz ist aber noch Schutowski.
Der beste Torschütze ihres Gegners ist Nuno Gomes. Nuno Gomes? Wer spielt bei denen? Bei Blackburn Rovers? Der älteste Spieler auf dem Platz ist bestimmt wieder Carey gewesen. 4 Spiele nicht mehr unentschieden gespielt. Ja, das ist jetzt die einzige Serie, die wir haben, da wir keine 3 Siege mehr in Folge zu Buche stehen haben. Ist natürlich schade. Selbst ein Unentschieden war uns nicht vergönnt im letzten Spiel. Aber egal. Das gehört der Vergangenheit an. Wir sind hier auf jeden Fall heiß auf dieses Spiel. Und das soll gewonnen werden. Gegen den 16. und bei so einer bisherigen Saison und Form, da kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir hier ein bisschen besser aufspielen sollten. Wir spielen mit der Stammbesetzung. Zumindest ist es momentan unsere Stammbesetzung. Bisher hat sich da noch nicht so viel getan. Gut, Rutowski gleich raus auf Baldock, Baldock auf Stett, Stett vertändelt wieder den Ball. Meine Güte. Du sollst echt mal stärker werden, haben wir gesagt. Ein bisschen besser dribbeln und so weiter. Dann passt das auch. Anfangs gefiel der mir ja re relativ gut. So, Schutowski jetzt hier, komm. Das Ding ist nicht drin. Ich überlege auch schon, ob wir den Pittman wieder raufbringen. Denn der Stat hier, das ist immer dasselbe bei dem gerade. Der vertändelt die Bälle einfach, ja. Und Baldock ganz allein da vorne, der kann es halt auch nicht machen, weil der ist halt eher so ein Typ Vorbereiter, wie man gesehen hat bisher. So, da noch wieder ein Foul. Naja, gut, Geld muss man dafür jetzt nicht geben. Der hohe Ball auf Baldock. Schutowski kommt nicht ran. Oh mein Gott, was war das für eine Grätsche? Von Fontaine, eine gelbe. Foster da auch nochmal gefoult. Also Leute, so kann man da nicht rangehen. So, jetzt Andersen auf Schutowski. Schutowski wird ebenfalls gefoult. Was ist denn das für eine Holzhackerpartie hier? Elliot auf Schutowski. Schutowski läuft und Schutowski haut ihn gegen den Pfosten. Was ist denn da los? Mensch. Hättest du den nicht machen können? Ich wollte mal wieder ein Tor sehen, aber nicht irgendein Tor. Genau. Ich wollte eins für uns sehen. Sieht momentan so ein bisschen eng aus. So, Stat hier raus auf Baldock. Baldock läuft. Baldock wird hier wieder gefoult. Also das war für mich ein eindeutiges Foul. War auch der letzte Mann. Von daher hätte es da gelb geben müssen. Aber das hielt er gerade nicht für nötig. Oh Mann, jetzt gibt's die Ecke. Und der Torwart hat ihn, das ist gut. Gerken da sicher. So, Schutowski jetzt hier. Mach's alleine, mach's alleine. Stat wird's eh nicht machen. Baldock. Baldock lupft ihn rein. Das ist die Erlösung, ja. Von Schutowski eingeleitet. Stat hat ein Glück den Ball abgegeben. Alleine hätte er ihn wahrscheinlich wieder nicht gemacht. Was war da los? War da Kontakt da, ja? Schutowski hier mit dem Fehlpass. Hätte auch noch ein Stück gehen können. Ich weiß nicht, warum die immer hier diesen One-Touch-Fußball spielen wollen. So, Anderson, ja, auch wieder mit diesem komischen Pass. Geht doch einfach mal ein Stück, Leute. So ganz riskante Pässe, die hier spielen, obwohl ich eigentlich eingestellt habe, die sollen die sicher machen. Spielen die generell immer hier, was heißt riskant? Das ist im Endeffekt einfach nur schlecht. Meine Güte, wieder ein 1-1. Ach, Leute, ey. Die Verteidiger stehen da und lassen sich berieseln. Also, nee. Der Gerken tut mir leid da hinten. So wirklich glänzen kann er in keinem Spiel. Kriegt hier immer ein Gegentor. Das gibt's doch gar nicht. Er tänzelt sich da durch. Schutowski hier. Den Ball gekriegt, Anderson auf. Oh, Anderson, das ist auch ein schlechtes Spiel hier. Immer mit den Fehlpässen und Gerken hier, der hält uns das 1 zu 1 wenigstens fest. So, Anderson jetzt raus auf, ja, wen auch immer. Stat hier am. Ach. Auch beim zweiten Anlauf hat es nicht geklappt. Ja, ich sag mal so, Stat und Anderson, das sind momentan so die Knackpunkte hier. Die müssen wir rausnehmen in der zweiten Halbzeit. Das hilft nun mal nicht diesmal. Die können nicht geschont werden. Pittman muss zeigen, was er kann. Stat, das war nix. Und Anderson, das war auch nix. Und dafür kommt Pearson drauf. Da müssen wir jetzt nochmal hier schauen. Pittman war, glaube ich, ein Sturmtank. Und da müssen wir auch noch was ausstellen hier, glaube ich. Jo, steil gehen. Brauchen wir nicht. Und Pearson braucht auch nicht steil gehen. Alles klar. Gut, jetzt haben wir noch einen, den wir dann später auswechseln können. Ich hoffe mal, der Fontaine, der reißt sich hier am Riemen. Und ja, Carey, ist halt die Frage, wen wir dann nachher auswechseln werden. Einen von beiden wieder. Weil der Carey gefällt mir generell in keinem Spiel bisher. Obwohl er sich hier jetzt noch nicht so einen großen Bock geleistet hat. Ich meine, die ganze Abwehr hat da geschlafen bei dem Gegentor.
Gut, dann würde ich sagen, wie im Training, nicht so wie hier im Spiel. Richard Foster kriegt die Massage, Adoma kriegt eine Massage und Wilson. Gut, dann müssen wir hier mal alle motivieren. Bisschen Moral haben wir dazu bekommen. Elliot hier mit bisschen Selbstvertrauen. Gut, und dann starten wir in die zweite Halbzeit. Und jetzt macht bitte noch wenigstens ein Tor. Das soll hier ein Sieg werden. Ansonsten sieht es jetzt hier ein bisschen mau aus. Wenn wir gegen solche schlechten Mannschaften schon so eine Probleme haben, ja. Die Hochkaräter, die kommen erst noch. Da sind dann noch die Bolton Wanderers und Middlesbrough und wie sie alle heißen. Oh, geh doch, du hast Platz, Pittman. Aber erste Aktion hier gleich mal ein Torschuss. Ich meine, da standen sie auch wieder frei und haben aus dem Überzahlspiel nichts gemacht. So ein ganz schlechter Pass von Pittman eben. Boah, geklärt. Hinten von Fontaine, okay. Schutowski wird hier gefoult, aber ja, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Das ist natürlich ein Foul, ne? Gibt's auch gleich gelb für. Ja, parteiisch, ne? Ich sag mal nichts dazu. Oh, Abseits, Junge, da sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass der im Abseits war. Und da geht's komplett nach außen, das sieht so schlecht aus. Mensch, Leute, was macht ihr da? Der linke Innenverteidiger, wer ist das? Ist das Carey oder ist das Fontaine? Ich glaube, es ist Fontaine gewesen. Ja. Den müssen wir auf jeden Fall runternehmen hier, denn so eine Aktion, das kann nicht sein. Steht da komplett. Ich meine, es hat auch kein anderer Verteidiger was gemacht. Was? Der war noch nicht im Aus. So, Schutowski jetzt hier. Ja, auch er alleine kann es auch nicht richten. Noch nicht mal eine Ecke gab es dafür. War es einfach nur wieder ein Foul. So, Schutowski jetzt hier raus. Wieder ins Abseits gespielt. Mensch, Leute, das kann so nicht gehen. Also echt. So, Carry mit der 4,5. Ne, dann nehmen wir Carry runter. Hilft ja nicht. Bringen wir den Foreside. Ist zwar jetzt riskant, aber wir müssen das so machen. Wir wollen ihn ja so ein bisschen reinkriegen hier. Auf jeden Fall setzen wir auf Konterspiel, machen jetzt auf jeden Fall mehr Druck. Und Schutowski machen wir mal Spielmacher. Und jetzt hoffe ich mal, dass sich hier auf jeden Fall ein bisschen was ändert. Pittman bisher auch noch nicht ganz im Spiel. So, Foster hier hat sich den Ball erobert. Pittman raus auf Baldock. Baldock läuft wieder gegen den Gegenspieler, gegen Leute. Was macht ihr da? Jedes Mal lasse ich Dribbling trainieren. Jedes Mal lasse ich trainieren, dass ihr da. Ja, komm, komm, komm. Oh, das gibt's nicht. Was war das? Elfer? Nee. Gelb-Rot gab's da. Komm, jetzt müssen wir das aber nutzen. Oh, Schutowski schießt drüber. Leute, wir sind in Überzahl jetzt. Das Ding machen wir noch. Das holen wir noch nach Hause. Oh, das Ding ist drin. Ich dachte schon, der geht wieder vorbei. Baldock hier mit seinem Tor. Nicht ganz verdient, aber wir müssen uns das jetzt hier auf jeden Fall. Oh, schade. Wir müssen uns das jetzt hier auf jeden Fall aneignen, das Spiel. Das gibt doch Gelb für Schutowski. Normalerweise hätte es dafür sogar Rot geben können, meiner Meinung nach. So wie der da reingegangen ist. Aber kommt mit Gelb davon. Verliert hier den Ball. So, Adoma jetzt hier auf Schutowski wieder. Schutowski. Pittman, Baldock und Pittman, Junge. Du kannst auch mal ein Tor machen. Dafür haben wir dich draufgebracht. Du sollst zeigen, dass du demnächst ein paar mehr Einsätze wert bist. So, die Vorlage kann er auch nicht geben. Leute, los jetzt hier. Wir wollen das eine Tor sehen. Wir spielen in Überzahl. 6 Minuten Zeit haben wir noch. Plus Nachspielzeit. Kommt. Macht jetzt Druck. Kann doch nicht sein. Ich will euch jetzt hier kämpfen sehen, Freunde. Und das heißt nicht faulen, sondern kämpfen. Schutowski mit dem langen Ball auf Baldock. Baldock ist frei raus. Jetzt lasst ihr doch Zeit, Mensch, Junge. Muss doch nicht immer die Flanken bringen. So, Schutowski hier auf Baldock. Baldock, das kann nicht sein. Lauf doch durch. Das war die letzte Chance. Nein, eine haben wir noch. Adoma. Und das war's. Meine Güte, Adoma, was war das für ein Pass? Das gibt's nicht. Wir holen nur einen Punkt. Das war das Minimum, was wir holen wollten, aber ich sag mal, gegen so einen Gegner hier und mit so einer Überlegenheit eigentlich müssen wir das gewinnen. Ja? Wir haben 9 Schüsse gehabt. Davon gehen 2 rein. Das ist zu wenig, eindeutig. Schutowski hier auch nicht sein bestes Spiel gemacht.
Hier, der Carry, ich weiß nicht, ob wir den mal generell ersetzen durch Nyatanga. Bin mir da nicht ganz sicher, weil mir gefällt der einfach generell gar nicht. So, wir haben nur einen Platz verloren. Das ist natürlich nicht verkehrt, dass wir da jetzt nicht so viel an Boden verloren haben durch das Unentschieden. So, wir machen zu einfache Fehler, geraten in Rückstand und müssen dann viel Aufwand betreiben. Wir haben viele gute Möglichkeiten herausgespielt, sie aber nicht genutzt. Nachdem wir dann den Ausgleich geschafft haben, sind wir von unserer klaren Linie abgekommen und haben nicht mehr so gut nach vorne gespielt wie vorher. Naja, wir haben auch vorher nicht gut nach vorne gespielt. Das Unentschieden geht in Ordnung. Mit einem bisschen mehr Glück oder Pech für eine der Mannschaften hätte es auch einen Sieger geben können. Ja, na, das stimmt wohl eher. So, hier haben wir natürlich nicht viel für getan. Baldog ist jetzt hier nicht mehr Erster. Ich glaube, der war auch vorher schon nicht mehr Erster, falls da jetzt irgendwie einer sagt, Höhe war er auch nicht. Eigentlich habe ich das schon mal so eingestellt, dass wir immer montags hier Feierpause haben, aber irgendwie macht er das nicht. Mannschaft der Woche, Sam Baldock. Oh mein Gott, warum das denn? Gut gespielt hat er nun wirklich nicht. Cunningham hat sein Trainingsziel erreicht. Na, das werden wir nochmal fix erneuern. Schnelligkeit. Haben wir da noch ein anderes Ziel? Zweikampf. Ja, das wäre wichtiger. Nehmen wir das mal raus und machen mal den Zweikampf hier rein. So, ansonsten müsste ja angezeigt werden, wenn die anderen was erreicht hätten. Nicht wahr? Von daher bleibt es alles beim Alten. Nee, da war noch Schutoschutowski. Ach, ich denke immer hier irgendwie an die alten Aufnahmen. Da habe ich das alles schon mal wieder eingestellt gehabt. So, wir machen mal gleich auf 70 Schusskraft. Und das wird hier umsortiert. Alles muss seine Ordnung haben. Ja, ich sag mal so, ne, unser Ziel ist ja immer noch eigentlich Elfter. Deswegen muss man auch solche Spiele dann mal in Kontext sehen, aber ist natürlich schade, wenn man vorher so weit vorne gestanden hat. Und ja, ein besserer Platz in Aussicht war. Aber egal, wir sehen das auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, das war's soweit von mir, eurem Schuto.